Herzlich willkommen bei Spiel am TV. Wir haben für euch heute ein Package Row, wurde auch gewünscht in unserem Vlog-Video. Dachten wir, wir spielen das mal für euch jetzt. Das Ganze spielt in New York und zwar 1842. Und wir handeln wieder mal heute. Richtig. Unser Ziel ist es nämlich, so viel Kohle wie möglich zu scheffeln. Dafür so. Verträge. Richtig. Verträge, die man erfüllen muss. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Guck mal, hier Docks da. Hier zum Beispiel ein Schiff nach England. Oh, wow, unglaublich. Also, unser Ziel ist es, Waren zu sammeln und diese Waren mit dem richtigen Schiff in die richtigen Länder zu schicken. Weil nur dann gibt es Kohle. Ja? Weil wenn die Deutschen keine Fälle wollen, warum sollen sie dann dafür Geld ausgeben? Ganz einfach. Genau. Was gibt es für Waren? Es gibt Baumwolle, es gibt Getreide, Goldbarren, das sind Tabak. So ein Joker. Ja, Tabak, genau. Fell. Ja. Fell. Also was. Alles Mögliche. Genau. Und wir müssen die Bedürfnisse der Leute stillen. Richtig. Beziehungsweise die Wünsche der Länder. Weil wir sind ja in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wir haben alles vor Ort und müssen das halt exportieren. Genau. Richtig. Also machen wir das natürlich, weil wir wollen ja Kohle scheffeln. Wir sind ja Händler. Ne? So, genau. Es gibt verschiedene Bereiche auf den Schildern. Das heißt einmal das Zunfthaus, einmal die Docks, einmal der Markt und dann noch die Bank. Ich meine, man kann es ungefähr sehen, also bei der Bank geht es mehr um Geld, beim Markt gibt es halt mehr die Waren, die man halt verkaufen möchte. Im Zunfthaus gibt es halt die ganzen Verträge hauptsächlich und noch andere Sachen. Und bei den Docks gibt es dann die ganzen Schiffe, die Kapitäne, was man so braucht, um die Waren halt dann wegzuschippern. Genau. Wir spielen heute zu zweit. Das heißt, wir, schreibt zumindest der Spielplan vor, müssen pro Stapels, wie auch immer, ne? Hat man ja schon, müssen wir 6 Karten raustun. Das haben wir hier schon mal gemacht. Deswegen kommen diese Karten einfach aus dem Spiel raus, ungesehen. Richtig. Dann gibt es noch die Startkarten. Das sind Karten vom Zunfthaus. Genau, die aber spezielle. Ja, das sind einfach nur Stadtverträge, mit denen beginnt man, damit man überhaupt irgendwas machen kann. Lass uns doch mal kurz machen. Ja, komm, wir nehmen jetzt einfach mal so das da. Genau, dann kriegt da jeder so. Mal. Das hier wäre zum Beispiel ein Startvertrag. Man kriegt also $25, wenn man 3 Fälle nach Frankreich liefert. Genau. Das sind so die Verträge, das gibt es auch hier genau. Drin. Aber das sind halt einfach hier die Startverträge. Da hat man die verschiedensten Fraktionen. Ja, wir haben Schweden dabei, wir haben Deutschland dabei, wir haben, ich sehe das dann im Spiel. Genau, und davon kriegt jeder Spieler als eine einzelne Karte genau, durch so Zufall. Als Startauftrag sozusagen. Ich darf ziehen? Ja. Alles klar, dann nehme ich doch mal hier die da. Ich nehme das Dorito von hinten. Blub. Okay, das sind die Handkarten. Also jede Karte, die man so im Laufe des Spiels nimmt, nimmt man auf die Hand. Es gibt auch kein Limit. Man muss auch nicht unbedingt dem Mitspieler zeigen. Dem Mitspieler muss man nicht zeigen, wie viele Karten man auf der Hand hat. Dann gibt es auch spezielle Karten, wie schon gesagt. Es gibt das Schiff. Die Schiffe, die nimmt man nicht auf die Hand, die legt man vor sich ab. Genau, Fälle kann ich einfach im Lagerhaus verstecken, als ein Schiff, das irgendwo im Hafen liegt. Ne? Genau, und es gibt auf den Verträgen, ich kann es ja mal zeigen, warum man das nicht sehen. Auf diesen Verträgen ist auch das Land angegeben, wohin es muss. Und man muss auch genau dieses Schiff haben von diesem Land. Also, ihr habt ja gesehen, was für ein Land ich habe. Ich meine, ja, ich muss es halt von diesem Land dieses Schiff haben, um diesen Vertrag halt auszuführen oder halt zu lösen. Genau, und man kann mit einem Kapitän, sollte man diesen besitzen, das Land des Schiffs ändern. Genau, ich würde sagen, wir decken erstmal einfach die Karten auf, dann können wir vielleicht schon mal ein paar erklären. Also, Spielaufbau ist einfach so, man legt diese 4 Pläne auf den Tisch, die Reihenfolge ist egal. Ja. Und dann, je nach Spielanzahl, bei 2 Spielern ist es so, dass man jetzt 2 Karten aufdeckt, auf die 2 Felder hier. Genau, also bei 2 und 3 Spielern ist es so, dass die 2 immer hier bleiben. Bei 4 Spielern hat man hier noch eine Karte und bei 5 Spielen hat man hier noch eine Karte. Genau, gleichzeitig wird schon mal der zukünftige Vorrat aufgedeckt. Der zukünftige Vorrat ist einfach das, was nächste Runde genau, ins Spiel kommt. Damit man sich sozusagen schon mal seelisch und moralisch darauf vorbereiten kann. Moralisch fahren und seelisch auch. Ja. Ja, wir haben schon so viele Schiffe. Ja, wir haben viele Schiffe. Ja, so, dann hat man hier diesen tollen Marker. Genau. Dieser Marker. Hafenmeister. Genau, ist der Hafenmeister. Dieser Marker bestimmt zu den Startspieler. Der Spieler, der das letzte Mal an einem Hafen war, ist Stadtspieler. Das genau. Warst du scheinbar. Ja, ich war im Oktober in Antwerpen. Jo. Genau,
dieser Spieler darf jetzt einen Bereich entscheiden, wo wir jetzt erstmal Karten nehmen. Genau, und zwar ist es so, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Bereich Bank aussuche, dann ist der Kollege neben mir zuerst dran und darf sich eine von den Karten wegnehmen. Also Spieler links vom Hafenmeister. Genau, das ist sozusagen, links von mir ist... Ich. Ja. Ja, genau. Ich darf jetzt dann eine Karte nehmen oder auch nicht nehmen, je nachdem, wie ich möchte. Wenn ich eine Karte nehme, dann habe ich mein tolles Männchen hier. Das Männchen lege ich dann zum Beispiel, sagen wir so, ich nehme die Karte, lege ich dann hier drauf. Dann bin ich auch nicht mehr nochmal dran, dann werde ich auch übersprungen. Wenn ich eine Karte nicht, also wenn ich jetzt hier nichts davon nehmen möchte, sage ich, passe, dann ist er wieder dran. Sollte genau. Er jetzt eine Karte davon nehmen, dann ist die Runde vorbei. Das heißt, ich gehe leer aus und er hat eine Karte. Genau. Ja. So. Genau, die Runde geht so lange weiter im Kreis, bis der Hafenmeister eine Karte genommen hat. Er kann jetzt auch sagen, ich nehme zwar eine, aber er sagt, er nimmt jetzt auch keine Karte. Dann darf er den nächsten Bereich auswählen und sagen, er nimmt zum Beispiel die Zunft aus. Dann darf er jetzt hier eher eine Karte von dort nehmen. Man kann jetzt nicht einfach sich eine Karte frei wählen, weil hier oben in der Ecke steht zum Beispiel 2. Das heißt, das kostet 2 Geld. Wenn ich diese Karte, besseres Beispiel die hier unten, weil die ist ja im aktuellen Vorrat drin, wenn ich jetzt dieses Fell haben will, muss ich dafür 2 Gold zahlen. In diesem Sinne würde ich sagen, verteilen wir auch gleich mal das Startguthaben, weil jeder bekommt $25. Genau. Flop, flop und flop, flop. Ja. Yeah. Okay. Ja, genau, Startguthaben. Also, wie gesagt, die Runde endet, sobald der Hafenmeister eine Karte genommen hat. Er kann sich aber auch umentscheiden, wenn er wieder dran ist. Genau. Gut, du hast gesagt, du hast die Bank. Nö. Nein? Nö. Wollen wir noch irgendwas erklären oder sind wir? Ich glaube, wir sind durch. Das Spiel ist recht einfach. Ja, ist einfach gestrickt. Die Verträge kann man jederzeit einlösen, wenn man möchte. Ja. Und genau, das Spiel endet. Wenn, bei 2 Spielen ist es so, wenn ein Stapel leer ist, das heißt, wenn die Karten hier unten nicht mehr aufgefüllt werden können, wenn hier oben noch Karten liegen, also 2 Karten hier noch oben liegen, und der Stapel geht leer dabei, also wir legen die Karten hier oben hin, der Stapel geht leer, dann wird das noch gespielt. Also das heißt, die kommen nachher noch darunter. Aber wenn dann die Karten hier unten nicht mehr auffüllbar sind, dann ist das Spiel vorbei und dann wird nach Punkten gewertet. Also grob gesagt, es gibt Gebäude, die geben Punkte und Geld gibt Punkte und genau, hier steht es ja sogar. Wir haben halt so ein tolles ja. Übersichtsteil. Also Gebäude geben Punkte, Geld geben Punkte, also $10 gibt einen Punkt. Und dann noch den Bankier, der zum Beispiel jetzt hier liegt, den erklären wir dann auch, wenn es soweit ist, glaube ich, oder? Genau. Oder jetzt gleich am besten? Nö. Also der gibt erstmal keine Punkte, am Ende gibt er Punkte, wenn das Spiel vorbei ist, dann kriegt derjenige, der es hat und auch das meiste Geld besitzt, nochmal 2 Punkte. Jo. Genau, so. Das war's alles. Genau. Ich bin der Hafenmeister. Ich bestimme. Wir fangen den Docks an. Das hier? Ja. Okay. Du wirst wahrscheinlich sowieso ein Schiff krallen. Gehe ich mir von aus. Dann hoffe ich mal, dass ich dir das richtige Schiff wegstehle. Dann nehme ich Frankreich. Ist doch Frankreich. Ja, ist Frankreich. Das ist Frankreich. So, Schiff. Und was ist das? Das ist Spanien. Und was ist das? Das ist Deutschland. Ich nehme das. Oh, es regnet. Wir haben heute Sturm. Rein formell ist es jetzt noch so, dass wir hier auch unsere Männchen hinlegen müssen. Ja, aber bei 2 Spielern. Aber bei 2 Spielern ist das ein bisschen, naja, ja. Ja gut, also wir haben jetzt die Runde fertig gespielt, genau. Wir haben beide Karten genommen. Also man darf ja nur eine nehmen. Wenn man einen genommen hat, dann darf man nicht nochmal. Das heißt jetzt, alle Bereiche, die jetzt im Spiel waren, das heißt in dem Fall jetzt nur der hier, werden jetzt so gehandelt, dass jetzt alle Karten, die jetzt noch übrig bleiben hier unten, im aktuellen Vorrat, kommen auf den Ablagestapel und die auf dem zukünftigen Vorrat, die werden dann runtergezogen. Dann werden hier 2 neue hingelegt. Und bei allen Bereichen, die jetzt nicht angetastet worden sind, jetzt zum Beispiel die 3 hier, die werden nicht verändert jetzt. Korrekt. Genau, so, dann bin ich Hafenmeister. Ja. Und ich sage jetzt mal, die Bank. Die Bank. Ach, ich kaufe die Kirche. Die Kirche. So, jetzt haben wir zum Beispiel eine Punktekarte. Die hat Karte überhaupt keinen Nutzen eigentlich während dem Spiel, aber am Ende des Spiels. Genau, gibt die mir quasi einen Punkt. Ja.
Okay, ich werde jetzt aber von der Bank nichts nehmen. Ich entscheide mich jetzt für den Hafen und nehme die Docks und nehme mir das deutsche Schiff. Okay. Damit so, jetzt beendet. Haben wir hier das draufliegen und das blaue. Hier wäre quasi meins. Ja. Und die zwei wurden angefasst, genau. Die zwei nicht. Die werden jetzt abgelegt. So, das geht runter, das geht runter. Hm, mach du. Okay. Das kommt neu und das kommt neu. Ah, ein Kapitän. Ja. Genau, dieser Kapitän kann jetzt ein Schiff zu einem anderen Land schicken. Genau. Ja. Ich bin Hafenmeister. Juhu. Genau. Das da. Ja gut. Ich will jetzt längst ausgeben, ich will aber auch den Vertrag haben. Gut, ich nehme da nix und switche dann hier rüber und nehme mir den Kapitän. Das heißt, ich habe jetzt mein Männchen hier liegen. Genau, ich habe mein Männchen theoretisch hier liegen und diese Karte geht da rüber. Genau. Und dann haben wir hier. Ah, nee, Quatsch. So, zack, zack. So. Okay, ich bin dran. Mhm. Ich wähle den Markt aus. Den Markt. Mhm. Dann kaufe ich das eine Fell da. Alles klar, dann kaufe ich mir den Tabak. Und die Kosten, der Tabak kostet 3. Gibst du mir 2 zurück? Ausnahmsweise. Okay. Sehr gütig. So, damit wieder der Bereich beendet. Mhm. So, flupp und flupp. So, jetzt bin du bist dran. Ich wieder der Hafenmeister. Mhm. Das tröppelt so ein bisschen, ne? Mhm. So mit 2 Spielern halt. Ich denke mal, mit 3 oder mehr wird es noch. Zunfthaus. Wird es noch interessanter. Ich nehme dann nichts. Nichts? Mhm. Ich gehe auf den Markt und kaufe mir das. Halt. Erstmal bin ich dran. Wieso, du hast gesagt, du nimmst da nichts? Ja, auf dem Zunfthaus nehme ich nichts. Ich passe. Das heißt, ich darf trotzdem noch weiter kaufen. In der Hoffnung, dass du was anderes auswählst. Ach so, ja, stimmt. Ja, genau. Dann nehme ich jetzt halt Markt. Ich würde mir die Baumwolle klauen. Mhm. 2. Und ich kaufe mir das Getreide. Für auch 2. Du könntest dich jetzt zum Beispiel auch noch umschalten und kannst du auf was anderes switchen, zum Beispiel Docks. Und dann werden alle 3, dann, wenn du eine genau. Karte nimmst, dann ausgetauscht. Wir haben so ein Unwetter heute draußen, das ist krass, Mann. Man hört's, Deutsch, es regnet. Man hört es eventuell im Hintergrund. Yippie-yay-yay. Mhm. Okay. Blubbidi-bub. Okay. Dann bist du jetzt wieder Hafenmeister. Ach nee, Quatsch. Erstmal die Karten austauschen. Das geht darum. Das hast du auch ausgewählt, gell? Ja. Das kommt auch weg. Okay. Ich darf jetzt auswählen. Yep. Ich wähle den Markt. Den Markt? Mhm. Ich passe. Dann wähle ich Zunfthaus. Ich passe. Die Bank? Ah, dann nehme ich halt einen Bankier. Okay. Du willst unbedingt ein britisches Schiff anscheinend. Nein, ich wollte den Kapitän. Oh, okay. So, ja. Jetzt ist alles ausgewählt worden. Genau. Außerdem wollte ich erzwingen, dass auch hier die Goldbarren runterkommen. Okay. Junger Vater, die haben heute echt den Geräuschpegel, denke ich mal. Es regnet. So, darf ich die Läden runtermachen? Dann haben wir die ganze Zeit das Geklapper. Meinst du? So, mal doch wenigstens hier Lifestyle, ja, richtig. Bäm, draußen geht's voll ab, Alter. Yo, krass, voll und. Ach. Gut, hast du da hier? Ah, nee. Nee. Aber hier oben habe ich auch noch nicht ganz. Ein deutscher Vertrag und ein britischer Vertrag. Englischer. Britisch. Britisch, du hast vorher auch England gesagt, ja. Wie auch immer, also. Großbritannien. Das ist nämlich der Union Jack. Du bist dran. Erkennst du die Flaggen, die da drin stehen?
Ja. So das Malaysische Kreuz, die schottische Flagge und die englische Flagge. Ja, yep. Das war mir bewusst. Das kann ich, das kenne ich sogar. Das kenne ich. Was war mein Fehler? Es gibt kein walisisches Kreuz. Das weiß ich nicht. Ich sag, mit Flaggen bin ich schlecht. Ich weiß aber, dass die britische Flagge aus verschiedenen Flaggen zusammen gewürfelt ist. Das ist ja bei der englischen Nationalmannschaft zum Beispiel. Ich bin jetzt wieder Hafenmeister, ne? Ja. Ja. Dann mach mal. Jo, ich kaufe mir den Goldbarren. Ich auch. Gib schon mal einen zurück. Jo. Okay, und ich kann jetzt gleich schon einen Vertrag lösen. Ich auch. Lass mich mal kurz. Ich habe das deutsche Schiff. Dann, den Vertrag ist, ich muss drei, wie heißen die Dinger? Baumwolle. Baumwolle. Baumwolle, Bolle. Nach Deutschland liefern. Drei Stück habe ich. Ich habe zwei Goldbarren. Die kann man als Schocker benutzen, wie schon gesagt. Und dazu noch ein Baumwolle. Und habe diesen Vertrag damit erfüllt. Genau, okay, ich habe 25 Gold dann. Genau. In dem Fall. Ich habe ein spanisches Schiff. Ich habe einen Captain, der sagt Ahoy Matrose. Da packe ich zwei Goldbarren drauf und ein Getreide. Und hier ist mein Vertrag. Nach Frankreich, dreimal Getreide, ja. 25. Captain nach Frankreich, diesmal bitte nicht nach. Wohin? Das Ding, genau. Spanien, Entschuldigung. Markt, nochmal Docs. Das war das Beiseitelegen, ne? Ach ja, stimmt, ich habe das auch da noch draufgelegt. Ja. Ja, wir legen jetzt die beiseite, weil das ja die Startkarten waren und die sollten einfach gesondert jetzt einfach mal. Genau. Dann Markt, Flup. Genau, und jetzt kann ich noch was? Nein, kann ich nicht. Ich gebe dir aber schon mal diesen Marker weiter. Da und war noch was. Das rutschen wir noch runter, genau. Hatten wir nicht alles ausgegeben? Nee, wir hatten nur das diesmal. Ja. Okay. So. Okay, ich bin dran. So, das heißt, ich will jetzt. Dann wähle ich doch mal aus. Ich vertrag. Zunfthaus. Du verträgst? Ich verträge. Du verträgst. Dann nehme ich einen deutschen Vertrag. Deutschen Vertrag. Okay. Ja. Ich passe dann. Okay. Und ich nehme mir Markt. Das heißt, ich nehme mir da jetzt. Ach scheiße, Mann, das ist ja Baumwolle. Ja, das ist Baumwolle. Na gut, dann machen wir es doch so. Dann nehme ich jetzt mir jetzt einfach die Baumwolle. Kann jetzt wohl nichts machen. Gut. Das da runter. Das da runter. So. Und so. Ah, stimmt, ich muss ja zahlen für Baumwolle. Entschuldigung. 6. Okay. Zahlst du immer mit 6? Ich passe. Ich nehme den. Okay, gehe ich leer aus. Ja. Das geht rüber, das geht runter, das geht rüber. Okay, ich wähle. Bank. Die Bank? Mhm. Dann nehme ich das und löse gleich ein. Krieg 3 Gold. Okay, und ich wähle dann den Markt, weil ich da passe. Geht ja dann weiter. Mhm. Und nehme den Tabak für 2. Du musst mir kurz 8-8 zurückgeben. Reiz. Du Scheißerle, du. Bup. Kannst du mir was 2-10er machen? Perfekt, okay. Jo. So, jetzt geht das darüber. Mhm. Das geht runter. Und du bist jetzt Hafenmeister. Genau. Oh, da ist ein Händler dabei. Oh, hier müssen wir auch noch. Ja, stimmt, ja, richtig. Okay, dann. Dürfen Sie. Ich darf, yeah. Ich will die Bank. Passe. Ich will das Zunfthaus. Passe.
Ich will die Docks. Passe. Du willst den Händler, ne? Ich will den Markt. Okay. Dann kaufe ich mir den Tabak. Und ich mir die Baumwolle. Und dann mischen wir einmal komplett alles durch, ne? Ja, ich guck mal kurz, ob ich zufällig schon einen Händler, ein Schiff losschicken kann. Zunftschloss hat man auch gewählt, ne? Ja, ja, ich lese es gleich ein. Okay, pass auf. Ich sage dem Schiff, es soll nicht nach Frankreich fahren, sondern es soll nach Spanien. Ist ja auch nicht so weit weg davon. Und soll mir jetzt dorthin 3 Tabakchen liefern. Tabakchen? Genau, ich krieg 25 Dollar. Wenn ich es vergessen habe. Schiff, Kapitän, Vertrag, Tabak. Ja. Genau. Genau. Blub, 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 blub. Gut, du bist der Hafenmeister. Ja. Was gibt's denn jetzt für Feines? Haben wir schon alles umgelegt? Ja. Okay. Oh, der Händler ist schon geil. Nein, ich nehme den Hafen. Die Docks. Ja, das ist das, was ich meine. Okay. Dann nehme ich das Schiff und dann schicke ich gleich mal los. Ein deutsches Schiff mit einem deutschen Vertrag, 3 Baumwolle zu liefern. Blub. 25. Hm, okay. Sehr gut. Aber diesmal wähle ich dann nicht den. Ich passe bei Docs und wähle dann dafür. Jetzt habe ich die Wahl. Ich will bei den Gehilfen mal nehmen. Der Gehilfe ist eine Karte, bei der man, wenn sie mal einlöst, man statt. Wenn sie einlöst, nicht vom aktuellen Vorrat nehmen muss, sondern man kann auch vom zukünftigen Vorrat nehmen. Was eigentlich ziemlich geil ist. Für manche Sachen. Deswegen habe ich jetzt Gehilfe entschieden. Das wäre ein Gehilfe. Ein Gehilfe. Eine Gehilfe. Genau. Genau. Ja, finde ich auch. Ist Hammer. Bank. Ich nehme den Geldsack, aber gleich einlösen, bitte. Dann nehme ich jetzt den Markt und kaufe Fell. Ich zahle 10, krieg 4 wieder, dann nehme ich noch den 5er und 6 kostet der. Ja, genau. Gut, dann haben wir Bank gewählt und das da hier und den Markt. So. Ich bin dran. Ja. Okay. Boah, das ist alles dumm. Was war das jetzt? Weiß ich nicht. Okay. Soll vorkommen. Ich wähle das Zunfthaus. Zunfthaus? Mhm. Passe. Zunfthaus. Ich wähle die Docks. Die Docks. Ich glaube, ich kaufe mir das Gold. Gib schon mal einen zurück, beziehungsweise ich kann es mir auch selber holen. Dann, was mache ich? Ich glaube, ich nehme mal die Gehhilfe. Die Gehhilfe? Ja. Okay, das heißt Docks und das hier. Oh, guck mal, wir sind glaube ich Halbzeit gerade. Und zack. Okay, dann
möchte ich wählen? Ist wieder so doof jetzt, was hier liegt, gell? Ja. Ich wähle den Markt. Den Markt? Nehme ich den Händler. Ich nehme das Getreide, passt ja perfekt. Ich wähle die Docks. Die Docks, dann nehme ich den Kapitän. Und ich das Gold. Cool. Ja, ich wähle doch mal. Den Markt. Den Markt? Dann kaufe ich das eine Feld da für 3. Und ich wähle dann das Zunfthaus und kaufe mir den Vertrag. Kaufe ich nicht, sondern nehme ich mir. Okay. Oh. Ja, da unten auch noch. So. Ich wähle die Bank. Passe. Ich wähle das Zunfthaus. Du bringst mich in Versuchung, weißt du das? Ja. Gut, dann wähle ich die Docks. Nimm das Schiff. Nimm das Schiff. So, das heißt. Die zwei. Das ja, da, das da Bank, und das da. Genau. Ja. So. Du darfst. Ich wähle die Docks. Die Docks? Mhm. Nehme ich den Captain. Okay, ich benutze meinen Gehilfen. Deine Gehilfe? Meine Gehilfe. Und klau mir jetzt von der Zukunft. Ich reise in die Zukunft und hole mir mal das Schiff für die aktuelle Sache. Ich mache gleich mal hier. Ich habe ein schwedisches Schiff. Mhm. Einen Vertrag nach Deutschland über 4 Fälle. Ein Fell, 2 Fälle, 3 Fälle, 4 Fälle und krieg 35. Ja, das ähnliche mache ich auch. Ich habe den Vertrag Schweden was für 4 Getreide. Da ich aber nur 3 Getreide habe und 2 Goldbarren, verfällt entweder ein Goldbarren oder ein Getreide. Und ja, dann tschüss. Eigentlich ist es Schwachsinn. Ich hätte einen Elixon diesen Goldbarren nehmen sollen. Dann hätte ich das ohne. Egal. Ist zu spät. Ich krieg 35 Gold. Dollar meine ich, nicht Gold. Geld. Apps. Das geht darüber. Wie ist denn das jetzt? Das geht dann da runter, ne? Und dann wird es einfach hier. Ich denke mal, das wird nicht aufgefüllt. Nicht? Ich würde sagen, wir machen das so, das ist realistisch. Wäre doof, wenn es dann einfach aufgefüllt wird. Genau. Ja. Ich bin dran, ne? Mit Wählen. Ich würde sagen Zunfthaus. Zunfthaus? Mhm. Ja, ich nehme den Vertrag. Okay. Und ich würde sagen, ich wähle die Docks und kaufe da die Kirche. Im Gehilfen. Hm? Im Gehilfen. Ja. Okay. Gehilfe. So. Dann
das neu machen, das neu machen. Mhm. Oh, das ist eigentlich demnächst vorbei, das Spiel, wenn es hier mit Zunftas so weitergeht. Okay, also. Wo ist das deutsche Schiff dahin? Das wurde. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Blöd. Dumm. Arschloch. Nein. Gut, dann nehme ich mir den Markt vor. Markt? Ja. Dann kaufe ich die zwei Fälle dafür 5. Und ich kaufe die 3 Fälle für 9. Entschuldigung. Die gehen runter. Das geht rüber. Und ich darf entscheiden. Mhm. Docks. Passe. Bank. Bankier. Gut. Dann nehme ich den Vertrag. Mhm. Das heißt Bank, Docks und... Ja. Nochmal so eine Gehilfe. Gehilfe. Du darfst. Markt. Markt. Ich kaufe für 5 die Baumwolle. Dann wähle ich mir die Docks aus und nehme das Schiff hier. Mhm. Dann ist Markt und... Oh Gott, ey. Bank. Achso, erstmal so. Bank. Pass. Markt. Passe. Zunfthaus. Vergiss nicht, wir haben dann den Stapel durch. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und ich überlege mir auch gerade, ob ich das mache. Aber ich glaube, ich hole mir... Ich glaube, das wird eh nichts mehr. Puh, keine Ahnung. Ich nehme die... Ist da hier. Okay, und ich nehme mir das Schiff. Na klar. Ja, und jetzt wird es spaßig, ne? Weil das Schiff fährt nicht in die Vereinigten Provinzen, sondern es fährt nach England. Soll dort 4 Baumwolle abliefern. Ich habe hier 2 Baumwolle und 2 Felle, die ich mit einem Händler tausche in Baumwolle und krieg 35. Okay, krass. Ja, so geht's. Der Händler, der tauscht eine Karte Rohstoff in eine andere um. Ja, hier übrigens auch. Ne? Das ist also die letzte Runde eventuell. Ja. Ja, weil es dumm spielt. Ja. Aber warte mal, du bist, glaub ich, dran, ne? Yep. Ich nehme den Markt. Den Markt? Kaufe ich die Kirche. Okay, ich nehme das Getreide für 5. Und dann setze ich das auch gleich ein. Hier 5. Und zwar habe ich das Schiff hier. Getreide und den Vertrag dazu. 15 Geld. Mhm. 15 Dollar. Gut. Das heißt, es wurde nur der Markt angegangen, ne? Mhm. Warte mal, habe ich nicht gerade noch... Was war das gerade für ein Schiff? Oh shit, ich hätte vielleicht warten sollen. Ich hätte warten sollen. Da hätte mir ein Zuschauer was zeigen können. Hm. Ich wähle den Markt.
Rathändler. Und ich kaufe das Rathaus. So, dann geht es darüber, das darüber, das geht darunter, darunter und hier und da und hier und da. So. Warte kurz. Dann wähle ich die Bank aus. Die Bank? Dann nehme ich die zwei Geld und tausche die auch gleich ein. Okay, dann wähle ich die Docks jetzt aus und nehme mir dieses Schiff und würde sagen... Kann ich hier schon mal umbauen? Flup. Ja. Flup. Und das da auch. Oh, Docks sind wir auch durch. Ne? Du darfst erst auswählen. Ich darf auswählen? Ja. Nee, Moment. Der Marker liegt aber bei mir. Das heißt, der geht doch jetzt zu dir, oder? Ja gut, dann darfst du auswählen. Das geht... Das würde ich gerade, wie ich es am besten mache jetzt. Die Bank. Du willst die Bank? Dann kaufe ich die Uni. War mir klar. Ich wähle den Markt dann aus und ich nehme den Händler. Und jetzt muss ich gucken, ob es jetzt passt. Weil ich kann jetzt ein Schiff losschicken mit zwei Verträgen. Okay. Nein, kann ich nicht. Noch nicht. Okay, aber hier müssen wir noch. Ja. Okay. Ach so. Ja, du darfst entweder, du darfst auswählen. Die Bank. Passe. Das Zunfthaus. Gut, nehmen wir den Vertrag hier. Und ich kaufe die Uni. 16. Alles klar, dann ist gleich das Spiel vorbei. Wir können hier. Doch, nein, wir können jetzt hier noch spielen. Die letzten Karten hier. Und solange die nicht aufgefüllt werden, geht es auch weiter. Ne? Okay. Also solange die jetzt nicht aufgefüllt werden müssen, ja, läuft es noch. Genau. Und du bist dran. Genau, und ich wähle jetzt aus. Okay, dann probier es nochmal so aus. Ich wähle eventuell den Markt. Okay. Passe. Dann nehme ich mir den Tabak für 9 Dollar. Und du bist dran. Ich wähle das Zunfthaus. Okay. Dann kaufe ich das für 6. Ich kaufe mir das eh vorbei dann. Okay. Dann wird der Plan jetzt auch nicht mehr aufgehen, den ich jetzt eigentlich hatte. Dann habe ich den Tabak jetzt umsonst gekauft. Na gut. Kann passieren. Aber ich werde noch was einlösen. Und zwar werde ich jetzt auf mein Schiff losschicken. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Also ich habe zwei Verträge, die jetzt gleichzeitig über ein Schiff laufen. Das geht nämlich, solange das Ursprungsland dasselbe ist, das Zielland dasselbe ist, kann man mehrere Verträge auf ein Schiff laden. Und zwar, jetzt wird es nämlich kompliziert. Also die zwei Verträge gehen mit diesem Schiff los. Das eine ist Baumwolle. Dazu habe ich jetzt zwei Baumwolle. Den Tabak mit dem Händler. Ja? Drei. Das heißt, der Vertrag ist ja fertig. Das ist dasselbe. Ich habe hier drei Felle und benutze den Händler für Getreide. Das Getreide. Und ja, sonst kann ich nichts mehr groß machen. Das ist auch kein Schiff. Nein, ich kann auch nicht sagen, das Schiff fährt danach bitte mit dem Kapitän irgendwo anders hin. Geht er leider nicht. Ja, also 50. Ja, genau. Genau.
So, das war jetzt ein Act hier. Was guckst du? Wie er wertet? Mhm. Also wir haben ja diese Zählkarte hier. Stimmt. Übrigens. Und jetzt ist so, man zählt jetzt die Punkte zusammen, die man besitzt. Also Punkte sind jetzt so, wie gesagt, Gebäude. Du hast ja, glaube ich, 2 Stück oder so, oder 3. Oder so mehr. Ach du Scheiße, ich glaube, du hast gewonnen. Ja, abwarten, du hast ordentlich Kohle gescheffelt. Ja, aber die geben nur einen Punkt. 10, ich habe 14 Punkte. Okay, er hat schon mal 14. Ich hab ein einziges, und das sind, glaube ich, der 4 habe ich gekauft, oder? Wo ist denn der jetzt hin? Da, nein, 2 habe ich gekauft. 15, 16, 17. Ich habe 17 Punkte. Ja, 17. Ich komme, glaube ich, nicht daran. Ah ja, stimmt, warte mal, ich bin Bankier. Ich habe ja noch die hier. Genau. Ich kriege noch 2 Punkte, weil ich den maximalen Geldbetrag besitze. Das sieht man ja. Also 4. Ja. Dann 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also 16 und ich habe 17. 17. Ja, war knapp, ne? Also bobbelig knapp, aber richtig. Hätte ich noch irgendwann noch was anderes gekauft, gell? Ajo! 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 Sonst habe ich nichts, was es Punkte gibt, gell? Schade, schade, schade. Fazit! Einfaches Spiel. Sehr einfaches Spiel. Mhm. Aber. Sehr einfach von Regeln her. Gibt es nichts groß, was man beachten muss. Die Karten. Finde ich super. Ist ein gutes Design. Vielleicht ein bisschen klein, aber ja, sonst. Könnte ein bisschen größer sein. Jo. Ja, gut. Pappgeld, aber mein Gott, was will man erwarten? Ich finde diese Figürchen eigentlich auch ganz nett. Was ich ein bisschen überflüssig finde. Ja. Jeder Spieler kriegt eine solche Karte, die einem an seine Spielfarbe erinnert. Ach, ich bin gelb. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, ich wäre zu rot. Das ist ja unglaublich sinnvoll. Naja. Ja, ist ja nicht schlimm. Jedenfalls, ja, also, die Sache mit den Figürchen hier ist bei 2 Spielern, glaube ich, ein bisschen witzlos. Ja, das lohnt sich dann echt nur, wenn man zu 5 wirklich spielt. Dann, ja. Dann kann man da nämlich ein bisschen was zu sagen. Was haben wir denn noch? Nee. Es sind wieder Tütchen dabei. Ich bin ja großer Fan von diesen kleinen Tütchen. Ja, ein Tüten alles. Genau. Nein, also Qualität ist auf jeden Fall ziemlich gut bei dem Spiel. Ja. Also da kann man jetzt nichts sagen. Ich weiß jetzt die Kosten von dem Spiel nicht. Ich habe es auf einer Messe gekauft und es hat, glaube ich, 15 Euro gekostet. Und dafür kann man sagen, da ist es ja echt okay. Ja. Also einfaches Prinzip, einfache Regeln, schnell zu lernen. Ab 10 Jahre aufwärts würde ich sagen, ja, 2 bis 5 Spieler. 45 bis 75 Minuten, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt gespielt haben, ungefähr 50 Minuten wahrscheinlich, ne? So grob. Mm, ja. So in dem Dreh. Ja. Achso, Pegasus-Spiele vielleicht noch, ist der Verlag. Ja. Hättest du noch was? Ich finde es ein bisschen zu einfach. Also ich bin eher so einer, der spielt ein bisschen etwas ausgefallenere Spiele. Ja, das hat Strategie. Es kann auch ziemlich tiefgründig werden, je nachdem, wie man es halt, wie man vorausschauend spielt. Ja. Es hat auch viel Glück dabei, also aus der Karten liegen. Und wer nimmt was und wer nimmt nicht was. Genau. Deswegen auch dieses Taktische, so von wegen, wenn bei der Bank nur 2x2 Münzen liegt und man bietet das sozusagen den Leuten an, so à la friss oder stirb, da kann das schon, ja. Ja, und dann noch diese Sache vom Hafenmeister. Dass er jetzt entscheidet, wo es geht. Genau, wird. Aber nicht. Und dann selber nichts nimmt, ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Ja, aber. Ja. Ist meine Meinung. Also, mir persönlich gefällt das Spiel schon, aber es gibt einzelne Punkte, wo ich halt sagen würde, es ist halt. Ja. Das ist halt ja. Ja. Zu einfach. Oder so. Oder zu anspruchslos, oder was? Anspruchslos, das trifft. Ja. Für mich persönlich. Ja, ich meine, ihr habt es jetzt gesehen, er hat sich hauptsächlich so auf Verträge draufgestürzt und ich habe jetzt eher so versucht, das Geld möglichst schnell loszuwerden, um mir die Gebäude zu kaufen. Und ja, trotz allem war man ziemlich knapp, sage ich da. Es war trotzdem recht knapp, ja. Also hättest du das Spiel nicht beendet, hätte ich vielleicht noch einen Vertrag zusammengekriegt. Und dann hättest du gewonnen. Dann hätte ich gewonnen, ja.
Also von daher. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man das vielleicht zu viert spielt. Machen wir vielleicht auch nochmal irgendwann. Also jetzt nicht vor der Kamera, aber mal gucken. Weiß. Ja, schauen wir einfach mal. Ja, wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Mhm. Und wir spaßiges sind dann Spiel auf jeden Fall. Für eine kleine Runde mit genau, Freunden. Genau. Also bis zu 5 Spielen ist es, wie gesagt. Ja, 10 aufwärts. Mhm. Ja. Ja. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut drin. Bis dann, tschüss. Ciao.